10.000 Abos haben wir geschafft. Und ich glaube, ja, ich traue einfach meinen Augen nicht. Das ist ein Achievement, wie ich es mir niemals erwartet hätte. Ich hätte mir niemals gedacht, als ich vor knapp 2 bis 3 Jahren den Kanal gestartet habe, dass ich 10.000 Abos haben könnte. Und mir kommt es zumindest subjektiv vor, wenn ich andere Kanäle anschaue, dass man so ab 10.000 Abos ist man kein kleiner Kanal mehr. Bis jetzt habe ich immer gedacht, okay, ich bin ein kleiner Kanal. Objektiv gesehen bist du mit 10.000 Abos trotzdem ein kleiner Kanal. Aber mir kommt es größer vor. Und ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch, ja, genau bei dir, möchte ich mich echt herzlich bedanken. Ihr seid so die coole Community. Ich rede auch viel mit meinen Kollegen hier auf YouTube und ich will ja nicht angeben, aber ihr seid einfach die coolsten hier, finde ich. Wir haben so wenig Hate auf diesem Kanal, so wenig Negativität, so wenig Leute, die in der Gegend rummotzen. Die meisten haben einfach Spaß dran, die meisten sagen mir ganz klar ihre Meinung, wenn sie eine Uhr gut finden oder nicht, das ist ja völlig klar. Aber ganz selten musste ich wirklich so einen Kommentar einfach löschen, weil er unter der Gürtellinie war oder sowas. Und dafür möchte ich mich wirklich herzlich bedanken. Und ja, vor allem in den letzten Monaten war es ja für uns alle nicht so leicht. Da ist man einfach allgemein öfter zu Hause gewesen. Und ich habe halt versucht, die Zeit zu nutzen, um die Qualität von den Aufnahmen grundsätzlich ein bisschen zu verbessern. Aber gegen die LKWs draußen kann ich leider trotzdem nichts machen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne mein Versprechen halten und habe eine kleine Überraschung für euch. Nämlich, wir haben ja gesagt, es gibt ein kleines Gewinnspiel bei 10.000 Abos. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Ich habe ja ein Review zu einer Uhr gemacht, das seht ihr, wenn ihr oben aufs i klickt. Und da ging es um diese schicke Fortis hier. Das ist die Fortis Stratoliner Ceramic AM. Und was ich von dieser Uhr halte, seht ihr im Review. Aber heute geht es um den Gewinner von dieser Uhr. Und der Gewinner, den werde ich jetzt hier einblenden. Du bist der stolze Besitzer dieser Fortis-Uhr und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Heißt jetzt natürlich nicht, dass nur weil ihr hier jetzt nicht gewonnen habt, dass ihr sonst nie gewinnen werdet. Ich plane viel öfter Verlosungen zu machen, viel öfter Giveaways zu machen. Nur leider mag das nicht jede Marke, wenn man so eine teure Uhr verlost. Deswegen möchte ich mich auch vielmals bei Fortis bedanken, dass sie das gemacht haben. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr auch deren Kanal abonnieren würdet, weil das ist einfach ein richtig cooles Team. Ja, wie gesagt, Gewinner dieser Uhr, ich werde dich jetzt dann bald auch kontaktieren über Instagram und dann schauen wir mal, wie wir die Abwicklung von dieser Uhr machen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Keine Ahnung, Leute, mir fehlen einfach die Worte. 10.000 Abos, das, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, es ist einfach krass. Naja, ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Wenn es etwas gibt, was ich besser machen kann, bitte lasst es mich wissen. Ich schaue, dass ich auch wirklich jedem antworte auf Instagram oder in den Kommentaren. Also der schon mit mir schreibt, der weiß, dass ich da relativ flott auch zurückschreibe. Wenn ihr was braucht, meldet euch einfach. Vielleicht kann ich euch bei irgendwas auch helfen. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Und auf die nächsten 10.000.